Ja, Antibiotikaresistenz, eine globale Herausforderung. Wir haben heute Morgen ja schon ziemlich viel auch über das Thema Ebola gesprochen. Und hier geht es jetzt um andere Infektionen, bakterielle Infektionen. Und warum ist das ein wichtiges Thema? Ich denke, jeder hat ja schon mal von Antibiotikaresistenzen gehört oder auch von Multiresistenzen. Krankenhauskeime ist ein gängiges Schlagwort. Das heißt, das ist ein Thema, was im Endeffekt uns alle betrifft und zwar eigentlich alle Menschen weltweit, also wirklich eine globale Herausforderung. Und es wird auch bei G20 ein Thema sein, antimikrobielle Resistenzen als Überbegriff, antibakterielle Resistenzen als ein wichtiger Teil davon. Was ich jetzt also machen werde, ist so in den nächsten 20 Minuten, ist ein Brückenschlag. So, was ist eigentlich das Problem hier in Deutschland und welche Probleme haben wir global? Und da werden wir sehen, dass das Ganze eben sehr vielschichtig ist und dass es sehr viele Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bereichen gibt. Antibiotikaresistenz, da denkt man erstmal, das ist was, ja, was ja durch Antibiotika zustande kommt. Wenn wir zu viele Antibiotika verwenden, dann werden die Bakterien resistent. Aber man weiß, das ist ein Phänomen, was eben in der Natur der Sache bedingt ist. Antibiotika sind Substanzen, die auch in der Natur vorkommen, weil Bakterien befinden sich in einem ökologischen Wettbewerb mit vielen anderen Organismen. Pilze beispielsweise bilden eben Antibiotika, um sich vor Bakterien zu schützen. Und das bekannteste ist ja Penicillin, was eben ja entdeckt, isoliert wurde aus einem Schimmelpilz. Und das war eben keine Erfindung der Pharmaindustrie in dem Sinne, sondern die Natur schafft Antibiotika als Selbstschutz, um sich gegen Bakterien zu verteidigen. Und das sieht man sehr deutlich, wenn man sich alte Bodenproben anguckt, beispielsweise Bodenproben aus dem Permafrost, also die wirklich 30.000 Jahre lang tiefgefroren waren. Und da findet man schon Bakterien, die gegen vier verschiedene Antibiotika resistent sind. Also das ist durchaus nichts Ungewöhnliches. Was wir jetzt aber als Problem haben, ist, dass wir natürlich jetzt, seit wir Antibiotika seit in etwa 1940er Jahren als Medikamente zur Verfügung haben und gezielt nutzen können, dass die natürlich wesentlich mehr genutzt werden, als es von Natur aus der Fall wäre und deswegen Resistenten sich viel schneller bilden und auch wesentlich schneller ausbreiten. Und die Folge davon ist eben, ja, die Ursache ist eigentlich ein unkritischer Gebrauch von Antibiotika und ein Fehlgebrauch von Antibiotika. Was das bedeutet, werden wir gleich sehen. Und der Übergebrauch wirklich auch als ganz großes Problem. Die Folgen. Es geisterte in den letzten Monaten sehr häufig eine Zahl durch die Welt, dass es 10 Millionen Menschen sein werden, die im Jahr 2050 an Antibiotikaresistenz sterben werden, weil Infektionen eben nicht mehr behandelbar sind. Das ist eine Konsequenz, eine bakterielle Infektion. Wenn Antibiotika nicht mehr wirken, hat man große gesundheitliche Probleme. Das ist eine Zahl, die von einer britischen Kommission veröffentlicht wurde, der O'Neill Report. Und die ist inzwischen wissenschaftlich sehr stark umstritten. Also man sagt eigentlich, dass die Zahl viel zu hoch angesetzt ist. Nicht 10 Millionen Menschen pro Jahr werden an der Folge von Antibiotikaresistenz sterben, sondern weniger. Aber das Ganze möchte ich auch nicht kleinreden, egal wenn man die absolute Zahl nicht kennt. Es ist ja immerhin eine Prognose. Es ist auf jeden Fall ein großes Problem, was wir jetzt schon haben, und das Problem wird noch wesentlich stärker werden. Wir haben schon erste Infektionskrankheiten, die Gonorrhoe beispielsweise, eine sexuell übertragbare Krankheit, eine Geschlechtskrankheit, die praktisch nicht mehr behandelbar ist. Da haben wir schon Erreger, wo keine Antibiotika mehr wirken. Wo wir das sehen, ist hier, ohne hier in die Details, in dieser Grafik zu gehen. Was hier gezeigt wird, ist die Resistenzentwicklung auf deutschen Intensivstationen. Und das beginnt 2001, endet auf der Skala 2011. Was man grundsätzlich sieht, das sind verschiedene resistente Erreger. Was man grundsätzlich sieht, ist, dass die Zahl sich innerhalb der 10 Jahre praktisch verdoppelt hat. Also die Zahl der resistenten Erreger. Das heißt, die Probleme nehmen entsprechend zu. Die Behandlungen von solchen Infektionen werden immer schwieriger. Wie sieht das mit der Resistenzverteilung, wie sieht das mit der Resistenzverteilung in Europa aus? Auch ohne hier in die Details der Zahlen zu gehen,
Ganz einfach, je dunkler, je tiefer rot das Land gefärbt ist, desto höher ist die Problematik der Resistenzen. Also desto mehr resistente Keime gibt es. Und auch hier sieht man ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. In Skandinavien hat man eigentlich die wenigsten Probleme bisher mit resistenten Erregern, was nicht heißen soll, dass es dort keine resistenten Erreger gibt, aber im Vergleich eben die geringsten Probleme. Warum das so ist, hat viele Faktoren. Ein wichtiger Faktor ist beispielsweise die Verschreibungspflicht, dass es in vielen Ländern Europas eben halt noch keine Verschreibungspflicht gibt oder die auch nicht korrekt eingehalten wird. Die weltweite Situation sieht nicht arg viel besser aus. Ich habe jetzt hier keine Grafik für die Resistenzen, sondern Angaben zum Verbrauch, weil das ist ganz eng miteinander gekoppelt. Je höher der Antibiotikaverbrauch ist, desto stärker entwickeln sich natürlich auch Resistenzen. Wir haben innerhalb von 10 Jahren weltweit einen Anstieg des Antibiotikaverbrauchs um etwa ein Drittel. Der stärkste Anstieg ist in den BRICS-Staaten, also in Brasilien, Russland, China und Indien. Also auch die Staaten, wo auch die Ökonomie am stärksten wächst. Während wir in den USA, Zentralamerika und Europa eher ein Sinken des Verbrauches haben. Dass man nicht nur auf absolute Zahlen schauen darf, ist ein wichtiger Punkt, aber immerhin, es zeigt doch eine Tendenz an. Ursachen, ganz klar, eines der größten Probleme ist die Selbstmedikation von Atemwegserkrankungen, der unkontrollierte Verkauf. Das ist ein Problem, was heute Morgen auch schon angesprochen wurde, also fehlende Regulationsstrukturen, fehlende staatliche Strukturen, die den Gesundheitsmarkt auch, weil es geht ja hier um einen Markt, es werden Produkte verkauft, also fehlende Kontrollen ist ein wichtiger Punkt und eben auch häufig ein fehlendes Wissen über die korrekte Anwendung. Die Weltgesundheitsorganisation, die ja, wie wir uns heute Morgen einig waren, eigentlich die zentrale Institution in diesem Themenkomplex sein sollte, hat 2015 eine Übersicht gemacht mit dem Ergebnis, dass in vielen Staaten überhaupt ein Programm zum Umgang mit diesem Problem fehlt. Es fehlt nicht nur ein Programm für den Umgang mit Resistenzen, es gibt häufig keine Erfassung der Resistenzen. Kein Monitoring der Resistenzen. Wir haben die Arzneimittelqualität ist oft auch mangelhaft und auch nicht ausreichend kontrolliert, was dann zur Folge hat, wenn beispielsweise Antibiotika zu wenig Wirkstoff enthalten, dann fördert das auch die Resistenzbildung. Das Fehlen von Rezeptpflicht hatte ich ja bereits genannt und auch ganz wichtig, viele Länder haben keine Behandlungsleitlinien. Das bedeutet also keine klaren Vorschriften, bei welchen Krankheiten man welche Antibiotika verwenden soll, in welcher Dosierung, wie lange. Das heißt, viel Therapie funktioniert irgendwie so Pi mal Daumen oder nach eigener Erfahrung, aber in diesem Punkt sind einfach klare Leitlinien eine ganz wichtige Sache. Also was wir hier sehen, ist eben eigentlich ja eine große Lücke, ein großes Fehlen auf ganz vielen Ebenen. Was wir aber auch sehen, ist, dass man über viele Länder eigentlich gar nichts weiß. Das hier, man sieht auf der Karte hier eine ganze Menge weiße Flecken und diese weißen Flecken sind Länder, wo es keine Datenerfassung gibt und das sind immerhin 65 Länder von, wie viele haben wir? 185 so grob. Also auch hier, man weiß vieles nicht, aber man kann sich ausrechnen, weil man ja von vielen Ländern weiß, wie schwierig die Situation ist, kann man sich ausmalen, wenn wir Länder haben, wo die Gesundheitsstrukturen ganz schlecht sind, keine Daten erfasst werden, dann wird auch der Umgang mit Antibiotika nicht gerade viel besser sein. Ich werde jetzt anhand von 4 verschiedenen Handlungsfeldern die Probleme durchgehen und um auch zu zeigen, wirklich wie komplex auch die Herausforderungen sind, diese Probleme hier anzugehen. Das erste Handlungsfeld ist Patient, Patientin und die Beziehung zwischen Arzt und Patient, weil bei uns, wir gehen davon aus, ich kann meine Antibiotika nicht selbst in der Apotheke kaufen, aber ich bekomme sie vom Arzt verschrieben. Aber trotzdem habe ich ja auch als Konsument kann ich da einiges auch selbst steuern, wie ich mit Antibiotika umgehe. Und
Die DRK hat eine sehr umfangreiche Befragung gemacht mit dem Ergebnis, hier in Deutschland 4 von 10 Menschen denken, dass Antibiotika auch gegen Viren helfen. Wer sich ein bisschen mit Naturwissenschaft auskennt, weiß, dass das eben falsch ist, weil Antibiotika helfen gegen Bakterien und Bakterien sind keine Viren. Das ist ein wichtiger Unterschied. Erstaunlicherweise verschreiben auch viele Ärzte bei viralen Infekten Antibiotika, wo man eigentlich denken müsste, jeder Arzt hat eine naturwissenschaftliche Grundbildung, aber trotzdem werden häufig eben auch nicht korrekt Antibiotika verschrieben. Ein weiteres Problem ist auch die Selbstmedikation. Wie ist das möglich, wenn man, das ist natürlich möglich, wenn ich in einem Land lebe, wo es keine Rezeptpflicht gibt oder ja, wo ich die Medikamente im Straßenhandel kaufen kann. Das ist aber auch genauso bei uns möglich. Ich habe das im eigenen Bekanntenkreis kürzlich wieder gehört. Da hat mir jemand erzählt, ja, ich hatte so starken Husten, dann habe ich Antibiotika genommen, die hat mir meine Tochter gegeben. Die hatte die übrig von einer Behandlung, die sie nicht zu Ende geführt hatte und hat eben eine halbe Schachtel noch ein Blister Antibiotika zu Hause gehabt und den hat sie dann ihrer Mutter gegeben. Also, wie gesagt, 4 von 10 Menschen denken, Antibiotika helfen gegen Viren. Wir wollen ja hier auch globale Perspektive einnehmen und deswegen hier auch ein ganz wichtiger Fakt, nicht nur in Deutschland ist das so, sondern das ist hier eine Umfrage der WHO von 2015 in ganz vielen verschiedenen Ländern. Ganz rechts beispielsweise, ganz links, Sudan. Im Sudan denken 80% auch, dass Antibiotika gegen Grippe und gegen Viren helfen. Hier auf der Seite in Nigeria sind es durchschnittlich 44% der Menschen, die denken, dass Antibiotika gegen Viren helfen. Also das ist ein Problem, was wirklich global ist und da ist auf jeden Fall großer Aufklärungsbedarf, auch nicht nur bei den Ärzten, die Antibiotika richtig verwenden sollen, sondern eben auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, den Patienten. Wie schon erwähnt, Ärzte und Ärztinnen verschreiben eben Antibiotika häufig nicht korrekt. Eben Erkältungskrankheiten ist ein ganz wichtiger Fakt. Es gibt eine ganze Menge anderer Krankheiten, wo man einiges falsch machen kann. Da möchte ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Eine ganz wichtige Rolle spielen hierbei eben Hausärzte, die über die Hälfte der Antibiotika-Verschreibungen abdecken. Was kann man dagegen tun? Und das ist erstmal jetzt ein Fokus auf Deutschland, aber im Prinzip vieles doch eben auch global anwendbar. Wir brauchen Aufklärungskampagnen. Ärzte sollten ein Feedback über ihr Verschreibungsverhalten bekommen. Eine Sache, die auch diskutiert wird, ist ein Ampelsystem einzuführen für Antibiotika, dass man differenziert zwischen verschiedenen Antibiotika, dass es Antibiotika gibt, die beispielsweise eine rote Ampel bekommen, die dürfen nur von ganz bestimmten Ärzten mit einer ganz bestimmten Zusatzqualifikation verschrieben werden. Andere grüne Antibiotika, die zum Beispiel eben auch von Hausärzten verschrieben werden dürfen, wäre eine Möglichkeit. Ist umstritten, aber eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die erwiesenermaßen funktioniert, ist das sogenannte Bedarfsrezept. Das bedeutet, der Arzt stellt ein Rezept aus, man kann das mit nach Hause nehmen und zum Beispiel an einem Freitag und wenn man sich übers Wochenende immer schlechter fühlt, kann man noch zur Apotheke gehen, das Rezept einlösen. Aber im Falle einer Erkältungskrankheit, selbst wenn Bakterien mit beteiligt sind, vielleicht geht es einem bis Montag schon wieder ein bisschen besser, dann löst man das Rezept nicht ein. Das ist was, da gibt es auch schon gute Studien dazu, die zeigen, dass das funktioniert. Der Arzt hat die Möglichkeit, er kann etwas verschreiben, was von ihm auch erwartet wird häufig. Der Patient oder die Patientin hat das Gefühl, ich habe was in der Hinterhand, aber ich muss nicht unbedingt Antibiotika nehmen. Also das Ganze muss auch gekoppelt sein, natürlich mit einem Aufklärungsgespräch. Nächstes Handlungsfeld ist die Klinik. In Deutschland gibt es etwa 15.000 Todesfälle pro Jahr, die durch sogenannte nosokomiale Infektionen entstehen. Das sind Infektionen, die man sich im Krankenhaus erworben hat. Das liegt einfach daran, weil man im Krankenhaus natürlich auch viel anfälliger für Infektionen ist, wie wenn man gesund zu Hause ist. Und hier hat man es eben oft auch mit resistenten oder multiresistenten Erregern zu tun, weil natürlich im Krankenhaus auch viel Antibiotika verwendet werden.
Über ein Drittel davon wäre vermeidbar, auch nach Aussagen des deutschen Gesundheitsministeriums. 90% der Infektionen finden statt über die Hände des Klinikpersonals. Und das zeigt schon einen ganz wichtigen Punkt, eben auch die Hygiene und die Einhaltung von Hygienevorschriften ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch in deutschen Krankenhäusern werden zu viele Antibiotika verbraucht. Das ist ein Thema, was sich überall durchzieht, dass der Antibiotikaverbrauch, eben die Verordnungen häufig nicht angemessen sind. Was wäre hier also zu tun? Ein wichtiges Schlagwort ist die sogenannte Antibiotic Stewardship. Das heißt, es werden an Krankenhäusern Teams gebildet von Fachleuten unterschiedlicher Kompetenzen, die gemeinsam dann zum Beispiel bestimmte Patienten mit schwierigen Infektionen besuchen und dann gucken, okay, welche Antibiotikatherapie wählen wir und die auch überhaupt die Antibiotika-Behandlungspläne von allen Patienten durchsprechen, gekoppelt mit Zusatzausbildungen. Das ist also eine ganz wichtige Sache, da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Der ganz wichtige Punkt ist der letzte Punkt hier, die Arbeitsbedingungen verbessern. Ich hatte gerade gesagt, 90% der Infektionen finden über die Hände des Klinikpersonals statt. Also das sind Pflegekräfte, Ärztinnen, Ärzte, was häufig damit zu tun hat, dass eben keine ausreichende Händehygiene betrieben werden kann, obwohl jeder eigentlich weiß, wie eine Händehygiene funktioniert. Wenn der Arbeitsdruck zu hoch ist, was eben ja leider der Alltag ist in deutschen Kliniken, dann wird die Händedesinfektion nicht so durchgeführt, wie es notwendig ist. Und das finde ich schon was sehr Erstaunliches. Wir leben hier in einem der reichsten Länder der Welt und schaffen es nicht, ausreichend Arbeitskapazitäten in unseren Gesundheitskräften zur Verfügung zu stellen. Und das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt, der auch bisher eigentlich in keinem Aktionsprogramm weder von der Bundesregierung noch der Europäischen Kommission so genannt wird. Also hier sind wirklich systemische Veränderungen notwendig, die viel Geld kosten, aber hier geht es um das Gesundheitssystem. Nächstes Handlungsfeld, Tierhaltung. Da kommen wir jetzt wieder zu ganz anderen Problemen. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, was hier ziemlich eingeschlagen hat, das ist die sogenannte Masthähnchenstudie aus Nordrhein-Westfalen. Da hat das Umweltministerium Nordrhein-Westfalen 2014 eine Bestandserhebung gemacht. Durchschnittlich werden von 10 Masthähnchen 9 mit Antibiotika behandelt, teilweise bis zu 8 Wirkstoffe gleichzeitig. Und das ist ein ziemlich großes Problem, weil so züchtet man ganz massiv auch neue Resistenzen. Ein ganz wichtiger Bestandteil hierbei bildet die sogenannte Metaphylaxe. Das heißt, es werden nicht gezielt Infektionen behandelt, sondern es wird der gesamte Tierbestand behandelt. Man muss sich vorstellen, ein Hühnerstall, der Hühnerstall ist am Anfang leer, wird komplett desinfiziert, dann kommt ein LKW mit 50.000 Küken, die kommen da rein, dann werden einige Proben genommen, wenn es bestimmte Infektionen gibt, werden bei 10 Küken, dann wird der gesamte Bestand von 50.000 Küken, wird eben mit Antibiotika behandelt. Und die gehen natürlich dann auch in die Stallluft, die gehen in das Abwasser, so züchtet man auch ganz massiv neue Resistenzen. Ein weiteres Problem ist, wie Antibiotika in Deutschland auch verkauft werden. Üblicherweise in der Humanmedizin gibt es ja den Arzt oder die Ärztin, die Antibiotika verschreiben und dann geht man in die Apotheke und holt sich dort die Antibiotika ab. Anders in der Veterinärmedizin, da findet beides in einer Hand statt, das ist das sogenannte Dispensierrecht, was auch bei den Veterinären liegt. Das heißt, der Tierarzt geht zum Landwirt, verschreibt ihm ein Antibiotikum, macht den Kofferraum auf und gibt ihm gleich die entsprechende Kiste dazu. Das führt dazu, dass eben manche Tierärzte wirklich Vielverschreiber sind und entsprechend auch Mengenrabatte von den Herstellern bekommen. Wir sprechen hier von teilweise 80% Mengenrabatt auf Antibiotika, was natürlich wieder dazu führt, dass wir Tierärzte haben, bei denen auch Antibiotika teilweise bis zu 80% des Umsatzes ausmachen. Das ist ein Punkt, wo wir sagen, da muss sich einiges ändern. Niederlande, Dänemark sind zwei Länder, die das Dispensierrecht abgeschafft haben und die gesagt haben, wir müssen das umstrukturieren.
Großes Problem hierbei ist, dass in vielen Ländern auch der Antibiotikaverbrauch eigentlich gar nicht erfasst wird. Auch in Deutschland hat man erst kürzlich damit angefangen und hat jetzt festgestellt, dass bei manchen Antibiotika der Verbrauch sinkt. Allerdings werden dafür andere Antibiotika, vor allem Reserveantibiotika, viel mehr verschrieben. Und das heißt, man zerschießt damit eigentlich auch wieder Wirkstoffe, die man eigentlich prinzipiell auch für die Humanmedizin dringend braucht, macht man auf die Weise durch diese Vielverschreibung unwirksam. Was muss sich ändern? Hier ist es nicht einfach nur damit getan, dass man sagt, weniger verschreiben, behutsamer verschreiben. Wir stellen hier auch die Frage nach systemischen Problemen. Und in der Veterinärmedizin, ganz klar, hat es viel mit den Haltungsbedingungen zu tun. Unser tiermedizinisches System ist eigentlich inzwischen darauf fokussiert, man möchte möglichst viel Tiere in möglichst kurzer Zeit zu möglichst hohen Gewinnen produzieren. Das ist die Maxime auch in der Tierzucht gewesen, über Jahrzehnte inzwischen. Und man hat aber nicht die Tiergesundheit in den Mittelpunkt gestellt. Das heißt, es müssen sich hier eigentlich auch die Zuchtkriterien auch ändern. Um nur ein Beispiel zu nennen, das ist hier wirklich auch ein globales Problem. Also ich selbst lebe in Schleswig-Holstein. Holsteiner Kühe, die schwarz-weiß gefleckten, das kennt man auf der ganzen Welt, weil das sind eigentlich mit die milchleistungsstärksten Kühe. Und werden hauptsächlich inzwischen in den USA gezüchtet. Und wer das Klima in Holstein kennt, der weiß, dass das Klima in Nicaragua komplett anders ist. Aber auch in Nicaragua werden große Ställe gebaut für Holsteiner Kühe, weil die schön viel Milch geben. Und dass die natürlich dann wesentlich krankheitsanfälliger sind, ist keine Frage. Und das ist ein Problem, dass wir inzwischen auch in der Nutztierhaltung und der Nutztierzucht eine ganz große, starke Konzentration von Züchtern und von Anbietern haben, die weltweit überall für jedes Klima die gleichen Nutztierrassen auch stellen. Und das gibt natürlich massive Gesundheitsprobleme und da muss sich eigentlich grundlegend was ändern. Und das ist was, da bin ich mir sicher, das wird bei G20 nicht auf der Agenda sein, wenn die Gesundheitsminister miteinander diskutieren. Aber das zeigt doch, wie komplex und wie verworren diese ganzen Sachen miteinander sind. Das letzte Handlungsfeld, Forschung, werde ich nur ganz kurz anreißen, weil da wird Susan Edwards, meine Nachfolgerin hier am Panel, intensiver drauf eingehen. Nur so viel, Antibiotika, die Wirkstoffe, die wir haben, werden immer unwirksamer, weil wir ja das Resistenzproblem haben. Wir brauchen also neue Wirkstoffe. Es kommen jährlich immer wieder neue Antibiotika auf den Markt, aber die leiten sich immer von bekannten chemischen Strukturen ab. Was wir brauchen, sind also neue Wirkstoffklassen, wo auch die bekannten Resistenzmechanismen nicht gleich wieder das neue Antibiotikum unwirksam machen. Und die kommerzielle Pharmaforschung hat da kein großes Interesse dran. Warum das so ist und was man machen kann, werden wir dann nachher im Detail hören. Mein Fazit wäre also, wenn wir über das Thema Antibiotikaresistenz sprechen, muss man das wirklich in einem One-Health-Ansatz sehen. Und One-Health bedeutet hier für mich jetzt nicht nur globaler Süden und globaler Norden, sondern auch Veterinärmedizin, Humanmedizin. Und wir haben hier ganz viele grundlegende Probleme, die wirklich auch mit systemischen Änderungen verbunden sind. Im Beispiel die Nutztierhaltung. Und was wir an Programmen bisher haben, die sich mit dem Thema Antibiotikaresistenz beschäftigen. Die Europäische Kommission hat 2011 ein Programm aufgelegt. Da gibt es viele. Die Idee war erstmal, europaweit möglichst die Politiken zu vereinheitlichen. Ist in weiten Teilen geglückt, aber es ist immer noch viel, was nicht funktioniert. Ist auf jeden Fall noch ein großer Handlungsbedarf. Nur noch mal zur Erinnerung, das Nord-Süd-Gefälle, das wir innerhalb Europas mit dem Antibiotikaverbrauch haben, also wo wir in Skandinavien sehr wenig im Vergleich zu Italien, Spanien oder Griechenland haben. Also der Angleichungsbedarf ist nach wie vor noch sehr hoch. Die WHO hat 2015 einen Aktionsplan verabschiedet, wo es vor allem auch darum geht, eben in den Ländern Strukturen zu schaffen, wo es bisher noch keine Strukturen gibt. Und das ist der ganz wichtige Punkt, Schaffung von Gesundheitssystemen, Schaffung staatlicher Regulationsstrukturen. Da hat man
jetzt gewisse Ziele schon mal definiert, aber auch da gibt es noch viel zu tun. Auf Ebene der Bundesrepublik, DART 2020 ist das Programm der Bundesregierung, wo auch viele gute technische Maßnahmen drin sind, aber die ganzen Fragen der Veterinärstruktur hier werden in dem Sinn eigentlich gar nicht tangiert in diesem Programm. Also ganz wichtige Fragen sind hier noch nicht gestellt. Auch die Frage nach Forschung und Entwicklung neuer Antibiotika-Wirkstoffklassen ist hier noch überhaupt nicht thematisiert. Und das ist die Herausforderung, die jetzt auch für den G20-Gipfel steht. Und das wäre meine letzte Folie. Ich denke, wenn wir die Idee One Health wirklich umfassend sehen wollen und nicht nur so schlagworthaft, wie es bisher auch von der WHO oder auch von Minister Gröhe verwendet wird, muss man wesentlich weiter gehen, als die bisherigen Aktionspläne das fordern. Nicht nur den Antibiotika-Konsum senken, sondern auch noch deutlicher klären, sollen wir bestimmte Arzneimittel komplett aus dem Veterinärbereich rausnehmen. Und viele Länder brauchen auf jeden Fall noch ganz klares Capacity Building, wesentlich bessere Strukturen im Umgang mit Arzneimitteln, Stärkung von Gesundheitssystemen, was heute Morgen großes Thema war. Agrarpolitik als ganz wichtiger Faktor, nicht auf Masse fokussieren und auf Export fokussieren. Da ist auch die deutsche Politik völlig inkohärent. Während das Gesundheitsministerium sagt, wir wollen den Antibiotikaverbrauch senken, setzt das Agrarministerium auf Exporte von Tieren, auf Überschussproduktion und erreicht damit eigentlich genau das Gegenteil. Also da brauchen wir auch mehr Kohärenz innerhalb der eigenen Politik bei uns. Und Forschung und Entwicklung neuer Antibiotika, da werden wir gleich noch mehr dazu hören. Vielen Dank.